wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher. Habt ihr das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Yeah.
Was für Tiere machen sowas? Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vor um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch! Ihr habt ihn gehört. Los! Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Siebst du kein Bild? Oh, so! Komm schon! Los, auf zur Brücke! Ich habe gehört, Fürst Shimura hat eine Armee mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Fürst Shimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine. Ihr seid alleine. Dieses Fort gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er dieses Fort nicht. Wir sind weg, bevor er auf. Das kam vom Südtor. Seh nach, was los ist. Hier rüber. Hör. Yuna. Sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen, das wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Hör. Thank you.
Publikum im Anmarsch! Wir müssen meinen Freunden am Tor helfen. Yarikawa! Yarikawa! Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht. Jetzt verstehe ich. Ihr seid der Geist. Aber ihr solltet 3 Meter groß sein. Kämpft weiter! Seid ihr hier? Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich. Seid vorsichtig, Kenji. Ich versuche es. Weg! Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Das war Masakos Idee. Los, Sakai! Gerade rechtzeitig. Schwingt weiter, Norio. Führ dich ein! Der Geist! Wenigen hier. Dann beenden wir es. Das war knapp. Das vorgehört uns, mein Herr. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Seid ihr so versessen auf ihre Farbe? Nein. Weiß. Rückenkraft. Verschließt. Das ist nicht möglich, oder? Der Vetter der Freundin meiner Frau sah es ihm tun. Hör. Jin. Du
mir leid, dass ich störe. Tut ihr nicht. Ihr habt gebetet. Zu meinen Vorfahren. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Zum Kikuchi-Anwesen geht es hier lang. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchten sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hane versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hane sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht. Die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern. Also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda. Und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin? Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen. Gab es je Vorzeichen ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklaven. Wir tauschten Höflichkeiten aus. Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nah fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne. Während Hana mit den Kindern zu den Ställen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt, nicht mehr zu erkennen. Aber die Goldschärpe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt hat. Täuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. Wir sind fast da. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Wachen am Tor. Bereit machen.
Wenn das hier eine Zuflucht ist, wissen wir nicht, was uns erwartet. Los, los den Horn! Los den Horn! Tötet sie! Schmeckt sie nieder! Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Sie hilft also den Menschen. Hannah hilft niemandem außer sich selbst. Fürstin Hannah! Zeig dich! Tötet sie! Wo ist sie? So. Verstärkung! Das dient einer Mörderin! Stellt euch hier, Feigling! Drängt Richtung Dojo! Wie viele sind das? Egal, tötet sie alle! Räche ihn! Es reicht mir! Tötet sie! Bringen wir es hinter uns! Geist! Ihr müsst es doch nicht tun. Wo ist Fürstin Hannah? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Was werdet ihr tun, wenn ihr sie seht? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Endlich! Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Du hast mir alles genommen. Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie! Nehmt ihr Hannah, ich übernehme die. Danke. Kommt her und kämpft! So.
Du Mörderin meiner Kinder. Meiner Enkelkinder. Meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Ließest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishöhle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch. Und du wagst es abzustreiten. Du willst mich töten? Na dann tu es. Als deine einzige gute Tat. Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon. Jetzt hast du nichts mehr. Ich habe die Meinung nie betrauert. Ich habe versucht, sie zu ehren, die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt, für Recht gesorgt. Jetzt findet euren Frieden. Dieser Weg führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht.